die Lina. Kimberly Stream kommt heran, damit sollte das Feld jetzt komplett sein, ohne die 6 Tof Donner im zweiten Rennen. Heritage Island macht Probleme, setzt sich auf die Hinterbeine und die Boxen haben sich in diesem Augenblick geöffnet zum Preis des Königsberger Rennverein von 18,35. Guter Start von Van Bijou, aber ruhig ist die Fahrt. Heritage Island macht schnell wieder Boden gut. Auch Kigali ist an der Innenseite prominent. Ganz außen sehen wir Kylina mit dabei. Die gucken sich erstmal alle an. Wer will hier vorne gehen? So richtig kann sich noch keiner entscheiden. An der Innenseite Heritage Island, außen begleitet von Kylina. Dann sehen wir auch Kimberly Stream in dritter Spur vorne mit dabei. Josef Boyko hat sich jetzt die Spitze gesichert auf Heritage Island. Führt mit einer halben Länge Vorteil vor Kylina. Dann ist Kimberly Stream in dritter Position zu erkennen. Innen begleitet von Kigali. Zwischen beiden galoppiert Van Bijou. Und zwei Längen Abstand sind es bis zu Vega an letzter Position. So sind die Pferde ausgangs der Gegenseite unterwegs in ruhiger Fahrt und die wird diktiert von Heritage Island. Die 1 führt vor der 5, Heritage Island vor Kylina. Dahinter ist die Schimmelstute Kimberly Stream in dritter Position zu sehen. Galoppiert aber ein bisschen weiter außen, innen begleitet von Van Bijou und ganz innen an der Hecke von Kigali. Schlusslicht in diesem Moment ist unverändert Vega. So haben die Pferde jetzt den Dahlitzer Bogen erreicht und Heritage Island bleibt vorn. Jetzt mit einer Länge Vorteil vor Kylina. Dann sehen wir Kigali auf dem Weg nach vorne, aber außen ist unverändert Kimberly Stream in dritter Position zu sehen. Anschluss hat Van Bijou und Anschluss hat auch Vega. Also kommen die Pferde jetzt in die Zielgerade hinein und 500 Meter sind es noch bis zum Pfosten und jetzt wird es vorne schneller. Heritage Island probiert auszureißen. Heritage Island ist voraus. Kimberly Stream ist die Angreiferin. Kylina ist dahinter. Dann kommt Van Bijou, Kigali und letztes Pferd ist Vega. Vorne ist jetzt Kimberly Stream. Kimberly Stream an der 300 Meter Marke ist voraus vor Heritage Island. Dahinter Van Bijou an den dritten Position vor Kylina innen und weiter außen kommt Vega vorne, aber das ist Kimberly Stream. Kimberly Stream auf dem Weg zum Sieg im zweiten Rennen mit Dennis Schirgen. Kimberly Stream löst sich von Heritage Island und Kimberly Stream, der Schneeball, gewinnt das zweite Rennen. Dann wird es nochmal spannend, aber Heritage Island bleibt Zweiter. Dritter wahrscheinlich im Zielfoto. Kylina vor Van Bijou, dann Vega und Schlusslicht ist Kigali. Das war das zweite Rennen, der Preis des Königsberger Rennverein von 1835. Und der Sieg geht vorläufig an die Programmnummer 4, Kimberly Stream, geritten von Dennis Schirgen. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 1, Heritage Island unter Josef Boyko. Und es gibt ein Zielfoto um Platz 3 zwischen den Nummern 5, Kylina und 7, Van Bijou. Die 2 wird vorläufig, die 4 vor der 1, Kimberly Stream vor Heritage Island und dann für den dritten Platz 2.